Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute backe ich sowas ähnliches wie Käsekuchen ohne Boden, aber so ein herbstlicher Quarkkuchen mit dem Kürbis. Ich habe wieder ein Kürbisrezept. Ich hoffe, dass es euch nicht stört, dass jetzt so viele Rezepte mit dicken Kürbis kommen. Aber es ist lecker und im Herbst Kürbisgerichte passen so gut. Und schaut, wie sieht diese Quark-Kürbiskuchen aus. Richtig schön gelb. Heute habe ich verwendet Hokkaido-Kürbis. Und deswegen diese Farbe von Hokkaido macht schon wirklich so einen leckeren Eindruck. Und diese Kuchen muss man wirklich richtig im Backofen abkühlen lassen. Den Backofenschlitz aber ein bisschen aufmachen, dass es könnte Feuchtigkeit ausdampfen, dass bei euch dann im Backofen nicht das Wasser, der Wende läuft runter. So, und dann langsam abkühlen lassen. Ich habe etwas eher rausgeholt und mein Kuchen ist wirklich noch sehr warm. Und schaut, wie schön sieht er aus. So cremig und so lecker. Und obendrauf diese Cranberries, was ich drauf gemacht habe, das sind die getrocknete Cranberries. Die passen so richtig gut zu diesem Geschmack, Quark, Kürbis. Naja, so richtig Kürbis hat so einen starken Geschmack nicht. Durch den Orangenschale, diese Abrieb, schmeckt er so lecker. Das musst ihr wirklich nachbacken. Ihr werdet das nicht bereuen. Es kann man servieren einfach auch als Dessert oder als Käsekuchen ohne Boden. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich diese leckeren Kuchen gebacken haben, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Für diese Kuchen brauchen wir wieder Kürbis. So ein kleiner Kürbis, aber er ist ganz schön schwer. Ich habe ihn gewogen, er ist 550 Gramm. Mein Kuchen, weil ich mache in so eine kleine Form, brauche ich nur 300 Gramm. Aber erstmal werden wir ihn aufschneiden, das abschneiden und dann werden wir sehen, was wir dann am Ende haben. Wieder knackt, ein kleiner süßer Kürbis. Hole erstmal die Kerne raus. Das geht am besten mit dem Löffel. So, und dann schneiden wir in kleine Stücke, dass er schnell wird gekocht. Und bei Hokkaido-Kürbis brauchen wir die Schale nicht. Schäle habe ich einfach nur gut abgewaschen und jetzt können wir es zum Kochen stellen. So richtig auf. Schneide in so eine kleinere Stücke. So, den Kürbis habe ich geschnitten. Ich koche komplett und nehme mir dann einfach nur 300 Gramm Püree raus. Gebe nur ein bisschen Wasser, so dass sozusagen Boden es bedeckt, mehr aber nicht. Und decke es zu und auf langsamer Stufe schmore ich den Kürbis, bis dass er richtig weich wird, dass er nicht zu viel Wasser in sich annimmt. Er wird schon seine Wasser auch abgeben. So, unser Kürbis ist es weich gekocht und ich habe ungefähr vielleicht 1-2 Esslöffel Wasser abgesiebt. So, und jetzt werden wir mit Stabmixer zu einer Püree machen. Es sollte eine schöne, feine Püree entstehen. So, unser Püree muss wirklich richtig fein sein. Keine Stückchen sollen verhangen. Schaut, richtig schön glatt. So, die Püree stellen wir erstmal kurz an die Seite. Es kann sich ein bisschen abkühlen. Und wir werden erstmal die Quarkmasse zubereiten. Dafür nehmen wir Quark. Ich in meinem Fall genommen 20% Fett, aber es kann man auch Magerquark nehmen. 50 Gramm Schmand, das ist dann 24% Fett. 2 Eier. Ein Ei habe ich gestern schon für mein Brot bestreichen verwendet, deswegen ist der kaputt. Und werde erstmal den Quark und Eier erstmal verrühren. Kann man auch mixen nehmen, wenn ihr wollt. Aber wir müssen wirklich nicht aufschlagen, nur einfach gut verrühren.
So, und das geht auch mit Schneebesen auch ziemlich schnell. Jetzt geben wir auch einen Teelöffel Vanillinzucker. Bei mir ist es selbstgemachte mit der Vanilleschote, deswegen sieht man immer schwarze Krümelchen da. Prise Salz. Und probiert erstmal eure Kürbis. Wenn es süßlich richtig ist, dann könnt ihr mit dem Süßstoff reduzieren. Ich habe jetzt mal probiert, es ist so Mittelding, nicht zu süß, Süße merkt man. Ich nehme in meinem Fall jetzt nur 50 Gramm Honig. Kann man natürlich auch ganz normal Zucker nehmen und da könnt ihr auch die Masse probieren und nach eurem eigenen Geschmack anpassen. So, dann nehme ich noch ein bisschen Backpulver, so vielleicht halber Teelöffel und 25 Gramm Maisstärke, einfach Speisestärke. Wieder verrühren. So, und zu dieser Mine brauchen wir ungefähr so 300 Gramm Kürbispüree. Und deswegen werde ich einfach gleich hier abwiegen. Kann ich sagen, kann ich komplett in meine Püree reinnehmen. Habe ich 320 Gramm. Plus, minus ist nicht schlecht. So, wieder gut verrühren. Und wir können schon unseren Backofen auf 160 Grad Umluft zum Vorheizen anmachen. Für leckere Geschmacknote können wir auch noch die Schale von Orange dazugeben. Die Orange habe ich richtig schön heiß abgespült, abgewaschen, abgetrocknet und jetzt reibe ich die Schale ab. So, nochmal gut verrühren und unser Teig ist fertig. Ich nehme heute so eine Form zum Ausbacken. Ist ein bisschen zu groß für diese Mähne. Ich möchte aber gerne eine geschlossene Form haben. Werden wir mit Butter bestreichen, so ganz dünn. Auch die Wände. So richtig aufgehen wird diese Kuchen nicht, weil wir haben hier kein Mehl. Es wird sowas wie so Käsekuchen. Das haben wir. Und ich gebe noch dazu von der Weichweizengrieß so nur ein bisschen bestreuen. Das war schon zu viel, was ich in der Hand habe. Muss zurück. Nur zum Bestreuen. Und ganz unten, das kann man Rosinen reinmachen. Ich mache jetzt Cranberries. Einfach verteile auf den Boden. Weil wir werden dann Kuchen umdrehen. Und dann die Beeren werden die alle oben. Und oben drauf vorsichtig geben wir unseren Teig. So glatt streichen. Und jetzt geht unser Kuchen in den Backofen bei 160 Grad. Ungefähr für 40 Minuten bis eine Stunde. Schaut ihr, liebe Freunde, nach Art eures Ofens und was ihr für so ein Programm nehmt. Ich nehme dann Umluft. So, liebe Freunde, so sieht er aus nach 40 Minuten. Und ich habe auch nicht große Kuchen gemacht. Naja, Kuchen kann man das gar nicht so nennen, richtig? Ich weiß nicht, wie auf Deutsch die richtige Wort dazu zu sagen, Dessert oder so. Und so sieht es unten aus. Ich mache jetzt meinen Backofen aus und lasse meine Form da drin, bis das den Kuchen da im Backofen abkühlt. Und nun dann hole ich das raus. So, mein Kuchen, wenn das darf man so nennen, steht im Backofen noch fast ganze Stunde und kühlt langsam sich ab. Es ist, hier kann man schon anfassen, aber drunter ist es noch richtig heiß. Aber wir holen jetzt ihn schon raus, weil es möchte man gerne auch schon mal probieren. Und Käsekuchen, die sind warm auch sehr, sehr lecker. Jetzt drehen wir das um. Ja, sehr heiß unten noch. Ups. Oh. Jetzt habe ich ein bisschen kaputt gemacht. Das heißt, dass er noch sehr, sehr heiß. Deswegen, liebe Freunde, macht ihr meine Fehler nicht. Ich hoffe, ihr verzeiht mir dieses Fehler. Lasst eure Kuchen wirklich im Backofen richtig abkühlen. So sieht er aus, wenn wir dann ihn umdrehen. Und jetzt werden wir noch versuchen, ihn aufschneiden und schauen, was wir da rausbekommen. Ja, es ist sehr, sehr weich. Diese Kuchen kann man vergleichen wie mit dem Käsekuchen ohne Boden. Sehr schön weich. Holen wir es mal
Stückchen raus. So cremig. Schaut ihr, wie es aussieht. Richtig schön cremig. Und natürlich noch sehr, sehr warm. Aber ich probiere jetzt noch sogar in die Mitte hier heiß. Aber schmeckt so weich und diese Orangenschale kommt so nach vorne. Einfach lecker. Kann man denken, das ist ein Orangenquarkkuchen. Schmeckt sehr, sehr lecker. So, liebe Freunde, ich hoffe, wird euch trotzdem mein Rezept gefallen und ihr werdet das ausprobieren und am besten, wenn ihr backt diese Kuchen für den nächsten Tag. Dann wird es besser rauskommen, kann man schön schneiden und schmeckt ja auch kalt, aber warm schmeckt auch sehr lecker. Ich wünsche euch, liebe Freunde, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!